Feierabend-Blitzrezepte Deluxe. Lieber Gott, das ist ein Wagyu Kobe Beef. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal. Wahnsinns-Marmorierungsgrad, ja, intramuskuläres Fett, biologische Aufzucht, das Bestmöglichste, was man einem Fleisch so mitgeben kann. Und schaut mal her, seht ihr dieses tolle gereifte Fleisch. Und das Ganze könnte man jetzt natürlich im Ganzen braten oder ich schneide solche schönen Balken, um euch zu zeigen, wie diese Marmorierung von dem Fleisch ist. Also das ist schon krank, ja? Das ist schon absolut krank und unfassbar genial. So, wie funktioniert das? Wagyu Kobe Beef. Ihr nehmt eine Pfanne, gebt einen Schluck Öl rein, nicht zu viel, und dann wird das Fleisch angebraten. Und wie ich das bei anderen Fleischsorten auch mache, ich würze quasi die Pfanne. Ja, also ich würze nicht das Fleisch, sondern ich würze die Pfanne, gebe da von meinem hochgeschätzten Vanillemeersalz was rein und brat das Fleisch jetzt richtig kurz und heiß an. So, die einzelnen Balken. Dauert ein Sekündchen. So, und nun, meine Freunde, gibt es eine Soße. Und die Soße besteht aus Ingwer. Ja, schon tausendmal gezeigt. Ne? Ich schäle den immer mit dem Löffel. Das geht super schnell, rucki zucki. Und dann wird der Ingwer gerieben, hier mit meiner High-End-Reibe. So. Und jetzt kommt für die Soße, Achtung, meine Lieben, in den Topf Ingwer, frischen Knoblauch und Ingwer und Knoblauch mit Sojasauce aufkochen lassen. Ingwer, Knoblauch, Sojasauce, okay, kein großer Akt. Und die Sojasauce, die muss einkochen, richtig schön einkochen und dazu kommt noch ein Stückchen Butter. Macht es einfach. Ihr habt eine absolut geile Soße. Knoblauch, Ingwer, Sojasauce und Butter. So, sieht's aus. So. Das Fleisch wird gewendet. Oh Gott, ist das geil. Ich muss das einfach sagen, das muss natürlich nicht Kobe sein. Ich möchte es einfach mal zeigen. Ja? Normales Rindfleisch, eine schöne gute Lende, tut es natürlich auch. So, einmal klar Schiff machen und jetzt gibt es noch zu dem leckeren Fleisch und zu der guten Soße noch ein bisschen Hänsels schnellen Hummus. Also Kichererbsen. Ich kaufe die immer im Glas. Ja? Also ich koche Kichererbsen nicht selber, das ist mir einfach zu blöd. Dauert viel zu lang. Kichererbsen aus der Dose oder Glas ist gut. Sesammus, also Tahin. Ich zeige euch mal die Büchse. So schaut es aus. Tahin. Und dazu kommt ein Schlückchen Essig. Wenn ich es aufbekomme. Ja, für was gehe ich ins Studio? So, ein Schlückchen Essig rein. Ja. Das ist so ein schöner Mango-Essig. Und ein bisschen was von der Chili-Soße. So, Mixer rein und alles wird gut. So. Wie sind wir in der Zeit? Alles live, echt und ohne doppelten Boden. Das Genialste überhaupt ist die Soße. Ja, das ist wirklich was Besonderes. Und die Soße könnt ihr auch nehmen, wenn ihr gebratenes Gemüse macht oder gebratenen Reis, gebratene Nudeln. Sensationell. Ein Blitzrezept, heute mal so ein bisschen exklusiv. Diesen ja, leicht scharfen, nicht zu dicken Hummus. Auf Teller anrichten. Dann kommt das Fleisch dazu. Oh mein Gott. So. Oben drauf kommt diese eine reduzierte Soße. Ja? Also ich nenne es jetzt mal Sojalack. So.
Fertig. Obendrauf vielleicht noch ein bisschen Grünzeug. So. Und fertig. So. Soll ich was sagen? Der Kameramann, der dreht schon fast durch. Weil der will jetzt endlich mal Kobe Beef essen. Liebe Freunde, liebe Gäste, Feierabend, Blitzrezepte, aller Hinze. Rezept folgt, Einkaufsliste folgt auch. Ich freue mich, wenn ihr es nachkocht. Liebe Grüße.